Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute habe ich für euch einen Survival-Guide für H1Z1, 5 essentielle Tipps, wie ihr die Zombie-Apokalypse überleben könnt, unter anderem wie ihr euch direkt nachdem ihr gespawnt seid sofort einen Vorteil verschafft, wie ihr am schnellsten Gegenstände findet, was essentiell zu craften ist und so weiter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und hilft meinem Kanal auch echt weiter. Wenn ihr weitere Tipps habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Auf meinem Kanal gibt es auch weitere interessante Videos, unter anderem Guides zu Advanced Warfare oder Destiny und auch andere interessante Videospielsachen. Schaut also einfach mal vorbei. Nummer 1, die ersten Minuten. Sobald ihr euch für einen Server entschieden habt, Headshots only, PvP, wie auch immer, was es da so alles gibt, dann spawnt ihr mitten in der Wildnis. Ihr habt nichts dabei, also fast nichts. Ein bisschen Zeug habt ihr tatsächlich dabei, nämlich zum einen habt ihr im Inventar einen Beutel mit ein paar nützlichen Items, den müsst ihr erst aufmachen. Da sind zum Beispiel so Bandagen drin, mit denen ihr euch heilen könnt. Und dann habt ihr aber auch noch die Klamotten, die ihr am Leib tragt, und zwar T-Shirt und Hose. Und das Erste, was ihr macht, ist, ihr zerrupft die ordentlich. Ihr reißt euch also richtig schön männlich euer T-Shirt auseinander. Das hat aber auch einen Sinn. Damit können wir nämlich schon die ersten interessanten Gegenstände craften. Um das zu machen, müsst ihr einfach auf den jeweiligen Gegenstand rechtsklicken und Scrap drücken oder zerreißen. Dann bekommt ihr eben diese Stofffetzen. Und jetzt geht ihr in euer Inventar auf den Tab Discovery oder ja, Forschung sozusagen. Da könnt ihr verschiedene Gegenstände einfach reintun und Rezepte herausfinden. Und um herauszufinden, wie ihr zum Beispiel den ersten Rucksack craften könnt, müsst ihr einfach die Stofffetzen da reintun und dann könnt ihr schon den ersten Rucksack craften. Der kostet ungefähr 6 von diesen Fetzen, den könnt ihr euch machen und der hat ganze 300 Plätze, das heißt, ihr habt quasi 100 Inventarplatz mehr, denn Hose und T-Shirt alleine hatten auch jeweils 100 und das Ding hat jetzt halt 300, das bedeutet, ihr habt eben 100 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt schon den ersten Vorteil den anderen gegenüber. Das nächste, was ihr macht, ist, ihr wollt euch natürlich bewaffnen, damit ihr gegen Zombies und vor allem andere Spieler gewappnet seid. Dafür müsst ihr euch einen Bogen im Idealfall basteln und dann lauft ihr durch die Pampa und haltet nach Büschen oder hier diesen kleinen Sträuchern, Bäumen und auch hier diesen Beerenbüschen, die sind auch noch für was anderes gut Ausschau und sammelt auf jeden Fall erstmal ein paar Holzstöcke. Sobald ihr Holzstöcke habt und noch einen Kleidungsfetzen müsstet ihr jetzt auch übrig haben, könnt ihr eben Holzstock und Kleidungsfetzen in diesen Discovery-Tab tun und könnt dann das Rezept für den Bogen herausfinden. Den könnt ihr euch auch sofort craften und aus jedem einzelnen Holzstock könnt ihr dann einen Pfeil machen. Dafür müsst ihr dann natürlich auch erstmal den Holzstock einzeln in den Discovery-Tab tun, um herauszufinden, dass ihr damit eben Pfeile machen könnt. Aber sobald ihr diese Rezepte quasi einmal gelernt habt, zumindest auf Servern, wo die Rezepte nicht verloren gehen, da gibt es auch nochmal extra Regeln, dann habt ihr die für denselben Charakter jedes Mal, wenn ihr respawnt, eben immer wieder direkt freigeschaltet. Nummer 2. Nicht verhungern. Um jetzt erstmal über die Runden zu kommen, reicht es euch völlig, wenn ihr die ganze Zeit, während ihr durch die Pampa lauft, einfach diese Beerenbüsche hier, die Blackberries einsammelt. Da lauft ihr einfach durch, drückt die E-Taste, nehmt die Blackberries mit. Ihr könnt dann auch Branches bekommen, die könnt ihr als einfache Nahkampfwaffe benutzen, ist zumindest besser als eure Fäuste, die sind ziemlich schwer, da braucht ihr auch nur eine erstmal mitzunehmen, aber sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall immer ein paar Blackberries dabei habt, denn die heilen pro Beere 2% Hunger und 2% Durst und bis ihr halt richtig jagen könnt, bis sich das lohnt, bis ihr Campfires und sowas macht, könnt ihr euch erstmal mit Beeren über die Runden bringen. Sobald ihr euch orientiert habt, die ersten Gebäude gefunden habt, dann findet ihr auch relativ schnell Wasserflaschen, vielleicht auch leere Flaschen, in zum Beispiel Flüssen oder an Brunnen könnt ihr die auffüllen, indem ihr die im Inventar auswählt und dann eben auf Benutzen drückt. Über einem Feuer kann man die dann auch kochen, um daraus gereinigtes Wasser zu machen, was euch nicht vergiftet und was eben auch mehr Durst sozusagen heilt. In den Gebäuden werdet ihr dann auch relativ schnell irgendwie Dosenfutter finden, ihr werdet dann schnell irgendwie Rehe oder Wölfe erledigen. Wenn ihr dann einen scharfen Gegenstand wie eine Axt oder ein Messer oder sowas habt, könnt ihr dann eben damit auf die Kadaver draufhauen und dann bekommt ihr eben das Fleisch und das könnt ihr dann auch braten. Das ist dann besser als die ganze Zeit diese Beeren zu essen, aber ihr kommt für eine ganze Weile nur damit aus. Ist halt ein bisschen nervig, aber ist halt so eine Notration, deswegen immer ein paar davon dabei haben. Nummer 3, Orientierung. Wenn ihr das erste Mal auf dieser zugegebenermaßen relativ großen Map landet, habt ihr natürlich absolut keine Ahnung, wo ihr seid, wo ihr überhaupt hin sollt und ja, eigentlich sollt ihr auch nirgendwo hin, aber das Ziel, was sich viele Spieler stecken, ist natürlich in eine Stadt zu gehen oder Gebäude zu finden, wo allgemein gesprochen einfach mehr Gegenstände möglicherweise drin sind und um nicht die ganze Zeit nur blöd in der Wildnis rumzudoofen, wie ich das viele Spieler machen sehe, dann solltet ihr einfach auf einen erhöhten Ort gehen. Wenn ihr spawnt, geht das eigentlich ganz schnell irgendwo was Hügeliges oder so. Von da werdet ihr dann eigentlich auf jeden Fall immer irgendwas sehen, was interessant ist. Wenn es nicht direkt ein Gebäude ist, dann vielleicht Stromkabel, Telefonmasten oder ein Fluss oder eine Straße. Sobald ihr sowas gefunden habt, dann orientiert ihr euch natürlich an der Straße am besten.
verlassen. Ja, er versucht im Idealfall halt eine Straße oder einen Weg zu finden, lauft da eben entlang, bis er die erste Gebäudesammlung quasi findet. Aber ihr solltet nicht direkt auf der Straße laufen, nee, sondern etwas weiter ab, vielleicht ein bisschen im Wald, so versteckt, damit ihr natürlich kein einfaches Ziel seid. Denn das größte Problem sind nicht die Zombies, sondern natürlich die anderen Spieler. Und dann gibt es vielleicht schon Leute, die mit ihren Karren da rumcruisen. In diesem Spiel kann man auch Karren reparieren, das ist ein bisschen aufwendiger, da muss man einzelne Teile finden, Motor und was weiß ich. Und die haben dann vielleicht auch schon Waffen und knallen euch dann einfach ab. Deswegen solltet ihr da ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn ihr euch noch nicht so wirklich verteidigen könnt. Sobald ihr dann eine Stadt gefunden habt oder eine Häuseransammlung, vielleicht auch irgendwie so einen Campingplatz oder was auch immer, durchsucht ihr die einzelnen Gebäude rigoros, guckt in die einzelnen Schränke, in die Kühlschränke, in die Schreibtische, überall rein, wo ihr eben vermutet, da könnte was sein. Die größten Chancen auf die interessantesten Sachen hat man natürlich in großen Läden oder in der Stadt oder so, aber sowas zieht natürlich auch in erster Linie die anderen Spieler an, vor allem Spieler, die schon mehr Ausrüstung haben und die nicht unbedingt immer freundlich sind, und da sind dann höchstwahrscheinlich auch mehr Zombies. Also auch immer auf die Geräusche achten, ob man Schritte hört von Spielern oder Zombies, immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade am Anfang, und dann solltet ihr euch aber eigentlich auch problemfrei ausrüsten können, wenn ihr eher so in kleineren Siedlungen euch ein bisschen umschaut und so. Jetzt findet ihr allerlei Zeug, ihr probiert, ich will jetzt auch nicht unbedingt alle Rezepte verraten, aber ihr probiert eben aus, diese ganzen Crafting-Rezepte zu lernen, probiert verschiedene Sachen miteinander aus. Ich muss sagen, das war auch einer der Teile, die mir am meisten Spaß gemacht haben, also diese Rezepte herauszufinden. Dann dürftet ihr aber relativ schnell eigentlich ganz gute Ausrüstung haben, um euch jetzt grundsätzlich zu orientieren und einen Eindruck von eurer Umgebung zu bekommen, also von der gesamten Map. Kann ich euch nur empfehlen, sucht in irgendwelchen Siedlungen, bei irgendwelchen Tankstellen oder was auch immer, kleine Orte oder in Städten, an den Straßen die Schilder. Und auf den Schildern seht ihr dann eigentlich auch immer relativ cool markiert, wo ist jetzt hier zum Beispiel ein großer Truckstop oder ja so eine Mall oder irgendwas, wo halt richtig viel Zeug drin wäre oder halt eine Stadt, das ist da alles markiert. Und ihr seht an dem Pfeil, an dem kleinen roten Pfeil, wo ihr seid und auch in welche Richtung ihr gerade schaut, wenn ihr aufs Schild schaut. Das ist auch eigentlich ganz wichtig, ne? Dann wisst ihr halt von da aus, wo ihr seid, ihr könnt euch orientieren und ihr könnt euch auch den Namen merken von dem Gebiet. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Hütte bauen würdet oder irgendwie euer Equipment vergraben würdet, das kann man nämlich auch später relativ einfach machen, einfach so ein Loch buddeln, wo man sein Zeug drin versteckt, irgendwo in der Böschung oder so, dass man das wiederholen kann, wenn man es nicht die ganze Zeit mittragen will und riskiert, es zu verlieren. Ja, dann könnt ihr eben euch so orientieren. Was auch noch interessant ist, man kann sich auch einen Kompass craften, dafür braucht ihr aber Metall und halt dieses gereinigte Wasser. Aber in erster Linie versucht euch an diesen Schildern zu orientieren, damit eben einen räumlichen Eindruck zu kriegen, wie die Map aufgebaut ist und wo ihr euch gerade befindet. Nummer 4, Metall sammeln. Jetzt habt ihr quasi die wichtigsten Grundlagen, ihr überlebt, ihr habt schon eure ersten Waffen, ihr fangt an euch zu orientieren. Was ihr jetzt braucht, um ja kompliziertere Gegenstände, wie zum Beispiel Äxte zum Bäume fällen, wenn ihr euch eine Hütte bauen wollt, oder ein Jagdmesser, wenn ihr mit irgendeinem scharfen Gegenstand eben zum Beispiel Tiere auseinandernehmen wollt und so weiter, wenn ihr euch das selber basteln wollt, wenn ihr nicht die ganze Zeit auf Glück hoffen wollt, dass ihr vielleicht eine Axt irgendwo findet, was eher relativ selten ist, dann braucht ihr Scrap Metal. Die einfachste Art, Scrap Metal zu finden, ist einfach Autowracks zu durchsuchen und da eben zu schauen, ob da was drin ist. Auch um die Autos herum solltet ihr gucken, ob da was auf dem Boden liegt. Ein allgemeiner Tipp, wenn ihr Räume durchsucht oder Gegenstände aufsammeln wollt, wenn ihr eure Inventartaste drückt, habt ihr da ein extra Fenster, was euch Gegenstände anzeigt, die in der näheren Umgebung liegen. Das heißt also, ihr durchsucht so ein Auto, drückt nochmal kurz Inventartaste und guckt, ob so ein bisschen Metall um euch herum liegt. Wenn nicht, geht ihr halt zum nächsten Auto. Im Discovery-Tab könnt ihr dann herausfinden, wie ihr aus dem Metall quasi Metallscherben macht, wie ihr aus den Scherben dann Nägel macht und mit den Nägeln und Holzbrettern und was weiß ich, könnt ihr ganz viele Rezepte lernen für Kisten, Gebäude, Türen, alles mögliche. Und eben dann auch ein Messer oder halt eine behelfsmäßige Axt. Ganz wichtig auch ein Schmelztiegel, wo ihr dann Metall einschmelzen könnt zu Metallbarren. Das ist dann die nächste Stufe, aber das müsst ihr dann, denke ich mal, im Idealfall alles selbst herausfinden, weil das gehört auch ein bisschen zum Spaß mit dazu. Nur jetzt wisst ihr schon mal, ihr braucht auf jeden Fall für die nächste Stufe definitiv Metall. Eine ganz einfache Art, Metall zu finden, ist einfach ja eine Crowbar zu finden, also so ein Brecheisen. Damit kann man nämlich einfach auf die Autos draufhauen und die wie eine Erzader quasi abbauen und dann bekommt ihr eben auch solche Metallreste, die ihr dann vercraften könnt. So eine Crowbar ist was ganz Wertvolles. Wenn ihr eine findet, dann solltet ihr die immer
immer einstecken und die niemand sehen lassen, weil die wollen euch die garantiert abnehmen. Vor dem letzten Patch war es übrigens ziemlich schwer, diese Metallteile in Autos zu finden. So eine Crowbar sollte eher was Seltenes sein. Es war jetzt nämlich so, dass das Loot-System sich danach richtet, ob Spieler in der Nähe sind, dann füllen sich entweder eben die Container auf oder halt nicht, also die Loot-Container, und die haben da den Radius verkleinert, einiges geändert. Jetzt habe ich definitiv auch endlich mal in Autos Metallteile gefunden. Das wollte ich erst gar nicht glauben, dass das so ist, aber das ist die Hauptquelle, wenn ihr so eine Crowbar findet. Wie gesagt, das ist halt eher selten. Eine höhere Chance darauf habt ihr bei einem Mechaniker in der Stadt oder so. Also wenn ihr hier so eine Toolbox seht, diese roten Kästen, da liegen die manchmal drauf, da sind die vielleicht manchmal drin. Auch in irgendwelchen Schuppen, ne, von irgendwelchen Häusern oder so im Garten, da findet ihr vielleicht auch mal sowas. Also da auf jeden Fall die Augen nach aufhalten. Nummer 5, nicht sofort schießen. Ja, das Spiel ist halt ein Multiplayer-Spiel und es gibt ganz viele Leute, denen man über den Weg läuft, die sehen einen und fangen sofort an, auf einen einzudreschen oder einen erschießen zu wollen, selbst mit einem Bogen, wenn sie selber noch nichts haben. Das bringt nichts. Das macht dann auch gar keinen Spaß, wenn man sofort sich die ganze Zeit abknallen will. Das Interessante hier sind natürlich die Interaktionen mit den Spielern. Ihr habt also auch eine Push-to-Talk-Taste, redet mit den Leuten. Schleicht euch auch einfach mal, wenn ihr wisst, ihr seid schlecht, ihr habt nicht viel Equipment, ihr seid in einer schlechten Position, schleicht euch doch einfach mal rum, spielt das Spiel halt ein bisschen, will ich damit sagen. Also schießt nicht direkt jeden über den Haufen, seid auch mal ein bisschen vorsichtig. Ihr wisst doch auch, wenn ihr jetzt in der Unterzahl seid, wenn ihr unterlegen seid. Die besten Momente hatte ich tatsächlich, wo ich irgendwie in so einem Bürogebäude gehockt habe und dann habe ich draußen Typen reden hören, die sind rumgelaufen und haben am Horizont irgendwelche Pistolenschüsse gehört und wusste halt genau, ach du Scheiße, aus dieser Stadt komme ich nie wieder raus. Da habe es dann doch irgendwie geschafft, dann hat mich noch irgendwer verfolgt und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch Typen getroffen, mit denen ich geredet habe. Ja, der hat mich mit seiner Shotgun bedroht, hat mich aber nicht erschossen, sondern hat mir dann auch noch Zeug gegeben. Das gibt es auch. Also spielt das Spiel ein bisschen Roleplaying und so weiter. Das würde ich mir wünschen, das würde mich freuen. Es ist halt echt langweilig, wenn man einfach sofort schnöde auf jeden ballert. Ja, man ist gerade gespawnt, hat sich gerade so einen Bogen gecraftet, läuft um die Ecke und schießt sich dann gegenseitig mit einem tot. Das ist totaler Bullshit, das macht doch niemandem Spaß. Also der Spaß kommt von der Interaktion, dass man vielleicht Leute, ja, dann halt auch mal nicht erschießt oder das Vertrauen von irgendwem erschleicht oder was weiß ich. Da kann ganz viel passieren, das muss man aber auch einfach passieren lassen. Am Ende ist ein Spiel wie dieses und halt auch DayZ und so weiter natürlich ein großes soziales Experiment und ja, lasst euch doch einfach mal ein bisschen drauf ein. Also bei der Jagd um Ressourcen und das Überleben, versucht doch auch mal ein paar Allianzen zu bilden und sowas und ballert euch nicht einfach blöd über den Haufen. Das ist kein First-Person-Multiplayer-Shooter, das ist ein Survival-Horror-Game. Jo, das war's aber mal wieder von mir. Ich hoffe, einige von diesen Tipps waren hilfreich für euch. Zu H1Z1 könnte ich noch eine Menge sagen. Das ist tatsächlich mein persönlicher erster Ausflug in dieses ganze Genre überhaupt, also Zombie, Survival, Multiplayer, Gedöns. Early Access gehört fast schon zum Genre dazu. Und ja, ich habe den Code, muss ich dazu noch sagen, habe ich von Sony direkt bekommen. Und ich muss sagen, es hat mir auch echt viel Spaß gemacht, obwohl es halt eindeutig ein Alpha-Spiel ist. Das merkt man wirklich an allen Ecken und Kanten. Am Anfang hat halt der Loot nicht richtig funktioniert. Trotzdem fand ich das faszinierend. Ich glaube, das ist dasselbe, was viele dann bei DayZ auch sehr cool fanden. Halt einfach dieses soziale Experiment, was da dann halt abläuft und diese Interaktion. Das ist echt sehr spannend und ich werde es auch noch eine Weile mir angucken. Das Interessante jetzt hierbei speziell ist halt, dass sehr viele Ideen aus vielen verschiedenen dieser Spiele einem kombiniert werden. Halt Crafting, das Bauen von Gebäuden und ja, das Absichern von, ihr könnt eine Kirche verbarrikadieren, wenn ihr wollt und euch da halt irgendwie mit ein paar Leuten halt zurückziehen, euch da eine Basis bauen und so ein Kram. Aber halt auch, dass ihr Vehikel habt und was weiß ich. Also die kombinieren einfach verschiedene Sachen dieser Spiele aus diesem Genre und machen es auch ein bisschen zugänglicher als zum Beispiel sowas wie DayZ, was ich auch ganz cool finde. Dahinter steht aber in diesem Fall kein kleiner Indie-Entwickler, sondern ein größeres Studio und mit einem noch größeren Namen ist es assoziiert, nämlich mit Sony. Und das bedeutet eben im Endeffekt auch, da könnt ihr halt auch erwarten, dass da tatsächlich was passiert und das nicht ewig im Nirvana der Early Access-Spiele rumhängt. Man sieht auch jetzt schon, dass sie sehr viel daran fixen, sehr viel ändern, sehr viel auf die Community hören und sehr viel interagieren. Also das finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Wird sich halt zeigen, wie das in Zukunft weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, es befindet sich auf einem tatsächlich guten Weg. Ich würde halt trotzdem noch warten, ist halt ein Early Access Spiel. Wenn es euch wirklich sehr interessiert, dann könnt ihr natürlich auch jetzt schon mal reinschauen. Aber nicht vergessen, das wird, wenn es mal rauskommt, ein Free-to-Play-Titel. Also ihr kauft euch jetzt quasi
in das Beta-Testing, ins Alpha-Testing ein. Wenn ihr mehr solche Tipps zu dem Spiel sehen wollt, dann kann ich das gerne machen. Also ich hätte noch einen ganzen Haufen eigentlich, was ich erzählen könnte. Aber das käme dann halt in einem anderen Video. Das könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wie gesagt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre echt cool. Und auf meinem Kanal gibt es auch, wie gesagt, noch weitere interessante Sachen. Im Moment habe ich auch wieder ein Let's Play am Laufen nebenher. Und zwar spiele ich wieder Starbound. Das macht mir viel Spaß. Wäre cool, wenn ihr da mal reinschaut. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut!